Nudging ist ein erfolgreiches Konzept aus der physischen Welt, bei dem man versucht, das Entscheidungsverhalten von Personen zu beeinflussen, ohne sie in ihrem Entscheidungsspielraum deutlich zu beschränken. Das Wort selber ist eigentlich aus dem Tierreich. Nudging heißt Schubsen, wo Müttertiere versuchen, ihren Jungtieren gewisse Richtungen vorzugeben, ohne sie zu sehr in eine bestimmte Richtung zu zwingen. Ein Beispiel dafür ist der sogenannte Anchoring-Effekt. Das heißt, wir sind häufig nicht in der Lage, bestimmte Preise beispielsweise einschätzen zu können. Und der Effekt wird dadurch genutzt, dass wir quasi einen Vergleichspreis geboten kriegen, der es uns dann ermöglicht, eine Relation zu setzen. Jetzt muss man sehen, dass Anwendungen von Nudging und Digital Nudging im Bereich der Konsumenten relativ schnell zu Manipulationen werden, die aus ethischer Sicht möglicherweise grenzwertig sind. Das heißt, eine Organisation muss sich sehr genau überlegen, was sie tun will und was sie tun darf. Gleichzeitig gibt es aber auch Anwendungen im innerbetrieblichen Bereich, wo es beispielsweise darum geht, Mitarbeitende dazu zu bringen, einen papierbasierten Weg nicht mehr zu nutzen, sondern vielleicht eine elektronische Lösung zu bevorzugen, beispielsweise auf dem Intranet. Und in solchen Konstellationen entfallen typischerweise ethische Bedenken. In der ersten Phase soll der Digital Nudge-Kontext erarbeitet werden. Dabei geht es darum, im ersten Schritt das Zielverhalten zu definieren, welches die Nutzer und Nutzerinnen ausführen sollen. Und im zweiten Schritt auch mögliche Hürden zu identifizieren, die bei den Nutzern und Nutzerinnen bestehen, dieses Verhalten auch auszuführen. In der zweiten Phase folgt dann die eigentliche Ideenfindung. Hier werden in Kreativworkshops digitale Nudges basierend auf psychologischen Prinzipien ausgearbeitet und schließlich als Prototypen umgesetzt. In der dritten Phase folgt nun die Implementierung. Hier werden die prototypischen Nudges auf der Benutzeroberfläche technisch umgesetzt. In der letzten Phase sollen die digitalen Nudges schließlich hinsichtlich ihrer Wirksamkeit evaluiert werden. Die Digital Nudge Design Methode stellt einen Ansatz für Praktiker dar, der dabei helfen soll, kontextspezifische und wirksame Nudges zu entwickeln.